Seit Jahren haben die Bienenvölker in Mitteldeutschland einen kleinen, aber gemeinen Feind, eine Milbe. Sie befällt die Bienen und ihre Larven. Und mit Chemie und großem Aufwand lässt sich diese Milbe zwar bekämpfen, allerdings mit erheblichen Nebenwirkungen. Drei Imker aus Schwellungen in Thüringen hatten da eine Idee, wie man die Milbe auf andere Art und Weise loswerden kann und experimentierten an einer ganz speziellen Bienenheizung. Das ist sie, die Varroa-Milbe, der zurzeit ärgste Feind der Bienen. Sie befällt die Larven und die Bienen, schwächt die nützlichen Insekten und es gibt kein wirksames Mittel gegen den Parasiten. Doch jetzt haben drei tüftelnde Imker eine Kiste entwickelt, die den Milben ordentlich einheizen soll. Denn die Varroa-Milben, das ist bekannt, vertragen Temperaturen über 38 Grad nicht. Die Bienen dagegen schon. Wir haben schon mal in den 80er Jahren damit experimentiert. Weil Forscher aus der ehemaligen Sowjetunion diese Wärmebehandlung auch schon mal versucht haben, aber damals waren die Regler und die Heizmedien noch nicht so weit auf dem Stand, wie sie heute sind. Heute gibt es die genaueren Geräte und Sensoren und auch noch die gemeinen Milben. Also legten Dirk Schneider und Uwe Leppert unter der fachkundigen Beratung von Imker Heinz Hess mit der Milbenheizung los. Wir haben da nächtelang gesessen, mit Luftschlangen, wie, aber das kann der Uwe dann sicherlich besser erzählen. Ja, der Stand der Technik ist ja jetzt ganz anders. Er hat mir gesagt, was er haben will. Und uns Gedanken gemacht, Regler, hier mal was bestellt, dort mal was gekauft, ausprobiert. Fertig war der Bienenvitalapparat und die Rettung ganzer Völker naht. Der Bienenstock wird komplett auf das Gerät gelegt, Temperatur einstellen und los geht die Anti-Milben-Schwitzkur für die Bienen. Und tatsächlich, der Thüringische Imkerverband bestätigt, dass man die Milbe auf diese Weise effektiv bekämpfen kann. Doch, und das muss auch gesagt werden, kann das Einheizen der Milben nur eine Übergangslösung sein. Alles, was wir behandeln an den Bienen, wo wir den Bienen helfen, die Milbe wegzunehmen, sagen wir mal so, ist eigentlich in Bezug auf Auslese und Selektion kontraproduktiv. Wir erlauben es immer wieder den Völkern, die mit der Milbe nicht zurechtkommen, trotzdem zu überleben. Die Bienenvölker jetzt aber mit den Milben allein zu lassen, wäre für die Insekten vermutlich der sichere Tod. Wir müssen auf der einen Seite zwar behandeln, um einfach die Völker am Leben zu halten. Viele Imker wissen aber im Hinterkopf, dass es eigentlich nur für eine Übergangszeit sein kann. Und deshalb gibt es ja ganz große Bestrebungen, halt unsere Bienen durch züchterische Bearbeitung dahin zu bringen, dass sie mit der Milbe wirklich selbst zurechtkommen. Die Bienen müssen also selber lernen, die Milben zu erkennen und abzuwehren. Bis die Völker aber soweit sind, ist die Milbenheizung wahrscheinlich der beste Schutz für die fleißigen Bienen. Tja, das ist jetzt die Frage, was ist schlimmer, Milben oder ein Nachbar, der mit seinem Gewehr um sich schießt? Ich persönlich habe mich schon entschieden, aber machen Sie sich doch bitte Ihr eigenes Bild.